Hallo Leute, schön, dass ihr beim nächsten Video dabei seid. Amy ist auch dabei, wie ihr seht. Und im Hintergrund steht das Set, was wir heute bauen. Heute bauen wir von Wangi den Schoolbus oder Schoolbus mit der Setnummer 3973 und 367 Teilen. Ja, da hatte ich euch ja, es war ja eins von den Sets, was ich euch vorgestellt hatte bei meinem Eingeholt-Video. Hier die Rückseite, eine normale Tür, leider keine so eine Aufklapptür, aber mit Stoppschild, so wie es hier aussieht, Chrom, weil die Lampen werden ja nicht leuchten, obwohl sie das hier extra hervorheben, dass die Lampen leuchten würden. Das ist, glaube ich, ein bisschen quatschig, muss ich sagen. Und Länge 205 mm und 98 mm Höhe. Und sonst sind hier keine besonderen Vorkommnisse. Minifigur ist nicht abgebildet, wird dann wohl auch nicht drin sein. Weil die Wangefiguren wurden ja auch angekreidet. Ich versuche das jetzt gerade mal hier irgendwie aufzumachen. Die sind wieder sehr, sehr gut zugeklebt hier. Wahnsinn. Alter Schwede. Guckt euch das an. Das ist bei Wangi manchmal echt der Hammer. Ich probiere nochmal auf der anderen Seite, ob es da besser geht. Ja, da geht es wohl vielleicht auch nur ein bisschen besser. Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Also, mein Gott. Alter Schwede. Also, ganz ehrlich, Kindersicherung. So, Amy, da guckst du, ne? So, holen wir mal alles raus. Okay. Letzte Tüte, Teiletrenner, Karton weg. Okay, ja. Hier sehen wir schon mal den Orangeton. So fällt er dann in Wirklichkeit aus. Also ziemlich ähnlich. Wir haben Aufkleber, leider. Also bei diesen Sets hat Wangi Aufkleber dabei. Es sind jetzt nicht massig, aber ein paar sind es schon. Und die Anleitung gucken wir uns auch mal an. Kleine Anleitung. Und dann mal sehen. Ja, auch nicht gerade groß gedruckt. 6 Bauschritte mit zig Teilen pro 2 Seiten. Ja, das ist schon ordentlich. Da muss man sagen, wir haben am Ende eine Teilliste und insgesamt 14 Seiten. Und dann sind wir auch schon fertig. 27 Bauschritte. Tja. Aber man kann es noch erkennen. Also ich kann es noch erkennen. Und wenn ich es noch erkennen kann, dann ist das positiv. Ja, weil ich brauche nämlich ganz klar eine neue Lesebrille, würde ich mal so sagen. Ja, jetzt habe ich hier dieses Ding, gerade wollte ich umklicken und dann kam das aus dem Teiletrenner raus. Auch interessant. Na, egal, davon habe ich schon ein paar. So, Amy, du müsstest dann gleich weichen. Das ist auch blöd, ne? Nee, weichen nicht. Wir bauen einfach um dich rum oder bauen dich in dem Set ein. Was hältst du davon? Du in einem Schulbus? Aber so groß ist der aber, glaube ich, gar nicht, dass du da reinpassen würdest, ne? Naja, gut. Ich verteile die Teile. Wir haben keine Bauabschnitte. Fangen an zu bauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, wir haben bis Schritt 4 gebaut. Bei Wangi ist das ja immer gleich richtig viel. Und ja, so sieht es bis jetzt aus. Da kann man jetzt die Länge auch schon abschätzen, weil hier hinten haben wir die Rücklichter und hier vorne das Kennzeichen. Das ist natürlich ein Aufkleber und hier die 4 Achsen. Man könnte jetzt irgendwie wirklich sagen, dass die Reifen sind ziemlich klein für einen Bus, ne? Wenn ihr mal guckt. Da hätte man ruhig irgendwie noch einen Tick größere Reifen nehmen können, weil das sind, glaube ich, die normalen Reifen von kleinen Autos. Das fällt ja immer wieder welchen negativ auf, dass die Reifen oft zu klein sind bei solchen Sets. Aber gut, mich stört es jetzt nicht so hundertprozentig wie andere teilweise. Mir geht es dann eher um das Gesamtaussehen. Ich mache weiter mit Schritt Nummer 5. Da kommen dann auch schon die Reifen dran. Ich weiß nicht, ich glaube, das lasse ich, weil sonst schwebt das ja denn die ganze Zeit. Die mache ich erst im Schluss ran. Aber die sollen eigentlich in Schritt 5 rankommen, wie ihr seht. Und ich mache jetzt weiter. Okay, wir haben wieder 4 Schritte weitergebaut, nämlich bis Schritt 8. Und wie ihr seht, haben wir ein bisschen höher gebaut. Das ist auch ein ziemlich stabiles Teil. Also da kann man wirklich sagen, bis jetzt auf jeden Fall ein Spielset.
Wir haben jetzt hier die Kotflügel angebracht, dahinter auch alles zugemacht. Dann hier, ja, den Innenraum ein bisschen weiter, die Wände ein bisschen hoch. Hier haben wir eine Eingangstür, so eine Treppe angefangen zu bauen. Den Motorblock gefüllt, hier vorne hingebaut, dass wir da noch was dran setzen können. Die Scheinwerfer, denke ich mal. Und so sieht das Ding jetzt aus, ne? Also, lässt sich gut bauen. Steinequalität ist gut. Gute Klemmkraft, wie ihr habt eben auch gesehen, ziemlich stabil. Und dann würde ich mal weitermachen mit Schritt Nummer 9. Schritt 12 ist erreicht und so sieht es jetzt aus. Wir haben hier wieder ein Stück höher gebaut, hier abwechselnd immer orange-gelb und hier auf der Seite auch. Man muss sagen, schade, dass er nicht irgendwie in dem Schulbus-Farben in den USA ist. Die sind ja irgendwie gelber, glaube ich, als dies orange. Hier hinten haben wir die Rücklichter alle angebracht. Die hier hält nur so halbwegs. Also ich sag mal so, sie fällt jetzt nicht ab, aber sie ist auch nicht gerade fest. Wir haben hier diesen ganzen Hohlraum zugebaut. Also das hier unten unter ist hohl. Hier die Treppe hoch. Dann hier schon mal ein bisschen Umrandung gemacht. Hier auch zugebaut. Hier vorne die Front erweitert. Hier mit den Scheinwerfern und dem Kühlergrill. Und hier die Halterung für das Stoppschild, würde ich sagen. Ja, macht weiterhin Spaß. Ich baue weiter. Bis später. Schritt 16 ist erreicht. Und wie ihr seht, wir sind wieder ein ganzes Stück vorangekommen. Wir haben hier vorne die Motorhaube aufgebaut, dann hier noch überbaut. Hier jetzt die ganzen Sitze rein für den Fahrer. Und dann nochmal 9 Stück hinten. Und da ist auch genug Platz für Figuren, würde ich sagen. Ne? Also ich werde das nachher mal ausprobieren mit so einer, hier können wir mal eine Zing-Baufigur reinsetzen. Ja gut, wir haben das Problem mit den Armen. Müssen wir mal gucken. Aber die Zing-Baufiguren gucken ziemlich weit raus. Ich weiß nicht, wie das mit den Wangi-Figuren ist. Ich habe immer keine mehr griffbereit hier, so wie das aussieht. Hatte ich nicht irgendwo noch ein Villa-Set? Ja, da. So. Oh Gott, oh Gott. So. Wangi. Zingbau. Was? Ah ja. So, das sind die Wangi hier mit diesen Köpfen, mit den, aber, ja, das kommt natürlich jetzt drauf an. Es kommen, glaube ich, diese Scheiben hier ran. Aber das sieht nicht gut aus. Dann müsste man die alle ein in die Mitte stellen. Nee, das passt nicht. Guckt euch das an. Da kannst du nichts hinsetzen. Also wir könnten die natürlich alle ein in die Mitte stellen, dann gibt es keinen Mittelgang mehr. Wenn man da jetzt Figuren reinsetzen will mit Lego, wird es nichts anderes sein. Auch die haben natürlich die Arme an der Seite. Und einarmige Banditen hier nur reinzusetzen, wäre auch ein bisschen blöd. Oh, aber hier mit Lego geht's. Seht ihr das? Da ist der Arm nicht im Weg. Ha. Okay, interessant. Das ist auch übrigens eine echte Lego-Figur, ne? Von meinem Snowmobil da oder dieser Schneeräumer. Wie sieht das mit mit Zingbaum, mit den alten aus? Ja, die konnte man ja nicht. Na doch, die passen auch. Ist das echt so, dass bei den. Jetzt muss ich mal, das muss ich mal direkt mal vergleichen. Sind die unterschiedlich hoch? Eigentlich nicht. Aber die Wangefiguren machen noch irgendwie so einen kleinen. Das verwehrt mich jetzt gerade ein bisschen. Nee, doch, passen auch. Ja, doch. Dadurch, dass die Scheiben so innen sind, geht das anscheinend. Wir gucken aber erstmal, wenn es fertig gebaut ist, machen wir den mal wieder ab. Entschuldigung für diese kleine Zwischensequenz. Wir haben hier Aufkleber raufgeklebt. Die Aufkleber sind soweit in Ordnung, also nichts Besonderes. Sind transparente Aufkleber, sind aber leicht immer einen halben Millimeter ein bisschen zu breit. So, dass sie eigentlich nur bei einem Stein geklebt werden, aber trotzdem den anderen noch mit berühren. Auf beiden Seiten dieser Aufkleber. Hier das Stoppschild, auch mit einem Aufkleber. Und hier hinten haben wir die Scheiben reingesetzt noch. Und das ist Stand der Dinge. Ja, so sieht's aus. Wir machen weiter. Bis später. Schritt 20 ist erreicht. Und eben das Figuren durchprobieren. Wir haben jetzt hier noch eine schwarze Brickplate-Breite hochgesetzt. Bevor wir die raufgesetzt haben. Und deswegen ist der Arm jetzt doch ein bisschen mehr im Weg. Also, ich sag mal so, man kriegt sie drauf, aber die sitzen schief. Ne?
Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich meine, von außen, ja, müsst ihr wissen, was ihr macht. Also, ich zeige euch das, dass die Figuren da, es sind ja keine dabei, aber wenn man welche reinsetzen will, dann sollte man wissen, aber dass da was im Weg ist. Entweder macht man das, baut man das anders, setzt die Stühle etwas mehr in die Mitte hier oder so und setzt nur immer ein pro Reihe hin oder wie auch immer man das dann löst. Genau. Also, wir haben hier einmal rundherum die Scheiben ran gemacht, hier die Tür. Da fehlt mir noch die 1x1er Fliese, sehe ich gerade. Die soll nämlich hier auch noch drauf. So. Und ja, das war es im Grunde genommen. Hier vorne noch die Frontscheibe rein. Alles einmal überbaut, dass es stabil ist. Es wird jetzt nicht, also die Dinger werden jetzt direkt drauf gebaut. Das heißt, man kann den nicht so einfach wieder öffnen. Wenn man das machen will, dann sollte man hier vielleicht Fliesen und Noppen drauf machen. Dann kriegt man das natürlich hin, kann man ja einfach einen höher machen oder die letzte Schicht so austauschen, geht ja auf jeden Fall, dass man die dann abnehmen kann. Gut, ich mache weiter mit Schritt 21 und dann bis gleich. So, wir sind fertig mit Schritt 27. Ein Aufkleber habe ich nicht aufgeklebt, der da hinten dran kommt, Stop when red light flash, weil der über zwei Steine gehen würde oder besser gesagt hier über diese ganze Fläche und das finde ich immer blöd. So, wir haben jetzt hier noch weitergebaut, dann das Dach, das ist irgendwie ja, ziemlich kompakt geworden. Dann hier noch diese Klimaanlage oben drauf, hier noch überall Blinklichter, hier diese Außenspiegel nach vorne so angehängt, hier noch vorne Beleuchtung, also der kann überall Licht machen und blinken. Also so gefällt er mir eigentlich ganz gut. Ja, es ist, man würde eher sagen, Spielset ist auch stabil. Wenn ihr mal guckt, da ist nichts abgefallen. Nur das hier muss ich wieder gerade ziehen. Ja, Wahnsinn. Stabil wie nichts Gutes, aber hier das Abnehmen, also da müsst ihr wirklich dann eine Schicht zwischenbauen, die nur ein paar Noppen hat und dann kann man das Dach auch abnehmen. So geht das jetzt definitiv nicht mehr. Und über die Tür kommt man natürlich fast nur an den Fahrersitz, wenn überhaupt dran, aber an die hinteren gar nicht. So. Ansonsten, ja, die Reifen sind, wie gesagt, ziemlich klein, muss ich sagen. Das fällt mir sogar bei dem jetzt auf, dass die könnten bestimmt ein ganzes Stück größer sein. Aber gut. So. Das war's. Mehr gibt's im Grunde genommen nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also, und wie gesagt, sehr kompakt gebaut. Ob es jetzt vom Aussehen her gefällt oder nicht, das muss jeder selbst wissen. Aber ansonsten so vom Bauen her und von der Stabilität her ist es super. Da kann ich überhaupt nicht meckern. Ja, dann über einen Kommentar von euch würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wie euch das zum Beispiel gefällt, das Set hier. Dann über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Oder eben ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, wäre auch klasse. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.